Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier und ja, wieder mal mal bei Assassin's Creed. Genau. 3. Multiplayer, muss ja auch wichtig dazu sagen. Multiplayer, muss man sagen. Als Singleplayer könnten wir nicht Multiplayer spielen. Scheiße. So. Ja, heute wird abgeräumt. Na, bei mir auf jeden Fall, was du machst, das ist deine Sache. Ja, aber ich glaube, du wirklich ein bisschen inkognitoriatischer sein. Ich glaube, also du machst jetzt mindestens eine 2000er Runde. Na denn. Ich bin da auch für dich. Also wenn du eine Frage hast oder so, ich helfe dir auch gerne. Ich kann auch gerne Tipps geben. Wo bist du denn gerade? Ja. Ah. Also wirklich, also ich bin da gerne hilfsbereit. Ja. Die Map ist zum Beispiel meine Lieblingsmap, muss ich einfach zugeben. Ja, ich finde die auch gut. Aber es tut mir ja leid. Oh, der kommt angerannt. Ja, das war ich. Junge. Tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Hab aber halt nur 150 bekommen, weil ich halt angerannt bin, ja. Oh, Junge. Ah, es tut mir leid. Ich will gerade so um die Ecke gucken, da kommt der angerannt und springt, Alter. Aber ein nicer Kill, gut aus. Natürlich war es ein nicer Kill. Übrigens, wenn du sprintest, ja. Nur wenn du sprintest, ist es den Gegner möglich, also wenn ich jetzt sprinte und, ja, und du mich, denn nur dann ist es dir möglich, auch hier. Das du, bist du das hier? Ja, genau. Und sollst du mich gerade töten? Nee, aber bist du das? Aber genau, doch, sollst du. Mhm. Aber nur wenn Toilettenpapier. Nur wenn du mich angreifst und dabei rennst, nur dann wird dir auch angezeigt, du hast mich angegriffen. Also du willst mich gerade, verstehst du, was ich meine? Nee. Wenn dich jemand angreift, dann ist doch manchmal über dessen Kopf so die Taste, die du drücken sollst, beziehungsweise die Taste, die er gerade drückt oder so. Nee. Gut, bei mir ist es, dann ist da so ein roter Knopf. Das wird nur gemacht, wenn jemand ansprintet. Das heißt, wenn du... Ja, rot. Rot ist bei mir da auch, ja. Ja, genau. Aber ich denke mal, da muss man dann die Maustaste drücken, ne? Ja, das musst du. Ich muss halt hier was anderes drücken. Hä? Ich habe doch eindeutig... Ach, das warst du. Ich habe doch eindeutig als Erstes gedrückt. Ja, habe ich auch. Scheiß Chinesen. Nein. Das heißt, deine Gegner siehst du nur, wenn die ansprinten. Das heißt, wenn du immer ansprintest, verstehst du? Ja, ich weiß. Das ist ein ganz kompliziertes Verfahren. Das ist das Assassin-Kritisch. Das ist ein kritisches Verfahren. Na denn? Ja, wegen Assassin's Creed und so. Siehst du, jetzt siehst du mich zum Beispiel anrennen und zack. Das war's dann auch schon. Ja, das passiert manchmal. Aber. Ja. Naja. Aber ich hab die Taste gedrückt, die angezeigt wurde. Bei mir, ja, ist da immer linke Maustaste. Ja, aber ich glaube, die Taste stimmt gar nicht, wenn man da drücken soll. Die da stehen. Bei mir ist es eine andere. Ja, ich denke mal, da hat man so keine Chance, wenn man so angerannt kommt, oder? Doch. Also ich habe dann immer eine Chance. Bist ja gut. Jetzt schon bei 1000. Führst ja mal. Ist ja wow. Die Folge nenne ich, Pascal hat einmal in seinem Leben eine Führerrolle übernommen. Nach 7 Minuten, nee, nach 3 Minuten 1000. Nach 7 Minuten, ach Mann. Ich hab grad überlegt. Hätten da 5 Minuten gestanden, dann wäre es wesentlich angenehmer für dich ausgegangen. So. Der Kreis ist Sunshine. Ah, zum Beispiel, ja, jetzt siehst du das, was du drücken sollst, aber natürlich hast du auch keine Chance gegen mich, ja. Natürlich. Ah, okay, ich glaube, das war linke Maustaste. Zack. Du musst wenn du mich nochmal killen musst, dann komm mal nicht so angerannt, sondern renn mal nur so auf mich zu. Also, und ich komm nicht so angerannt, renn mal nur so auf mich zu. Ja, werde ich machen. Dann kann ich gucken, welche Taste ich drücken muss. Na gut, und sein muss. Ich opfere mich für dich. Wisst ihr? Guten Freunden opfert man sich. So. Wo ist denn jetzt der Horst? Genau. Jetzt bin ich gerannt und jetzt hat eine Taste über dich gestanden. Ja, aber du musstest mich doch nicht killen. Nö. Okay. Aber jetzt, nee, war ein Joke hier. Jetzt muss ich den hier machen. Nee, war ein Joke. Lecker, ich bin Sunshine.
Alter, was war denn das für ein Kill? Hast du den gemacht? Jo. Ah, schade, muss ich auch. Ja, so. So wird's genau gemacht. Naja, ich hab das gesehen. Aber ich weiß immer nicht, das ist immer zu schnell. Ich kann doch nicht gucken, welche Maustaste ich drücken muss. Ich glaube, ich muss die rechte drücken, doch. Weiß ich nicht genau. 850 Punkte. Okay. Und was hast du gemacht? Ich habe 850 Punkte bekommen, wow. Alter, ich habe die einfach angezeigt bekommen und die ist gerade neben mir gelaufen, ja. Ich habe ja mal wieder Glück. Ah gut, diesmal hat er mich natürlich. Ist auch blöd gemacht von mir. Punkte-Details. Aha. Sexy, Hexy, Annegret. Oh, gib mir einen neuen Auftrag. Ein neuer Spieler ist der Spielsitzung beigetreten. Na, toll. Das will ich nicht. Der rennt weg. Hey, halt, warte. Ich will dich töten. Oh, der neue Spieler ist der Zylindertyp, oder? Nö, hä? Also die KI ist echt... Weiß nicht. Ich glaube, du kannst jemanden auch nur kontern, wenn der gerade nicht inkognito ist, oder wenn der gerade nicht bei diskret ist, weißt du, wenn der unter diskret noch ist. Achso, okay. Ja, weiß ich nicht. Also, denke ich. Kann natürlich auch. Also, wir haben schon die 9. oder 8. 9. 10. Folge. Die 9. Folge an einem die 9. Folge. Montag. An einem Montag und. An einem Montag? Wenn die letzte am Sonntag gekommen ist, dann kommt die am Montag. Oh, vielleicht ist logisch. Die letzte auch an einem Montag gekommen. Merkt man ja. Alle zwei Tage, ja? Sonntag, Montag. Merkt man. Das ist logisch. Ja. Nee, Sonntag mache ich doch richtig wesentlich irgendwie. Irgendwie wird schon stimmen, wenn ich das sage. Vielleicht aber auch nicht. Naja, auf jeden Fall. Haben wir immer noch nicht das richtige Spiel begriffen, ne? Also. Ne, es gibt aber, das ist auch ein kompliziertes Denkverfahren, was man hier anwenden muss. Oder auch nicht, ich weiß ja nicht. Naja. Na, für dich ist es schon eine Herausforderung gewesen. Du wusstest ja nicht mal, wie du auf den TS kommst. Naja, das war schon. Ach man. Assassin's Creed ist ein tolles Spiel. Ah, klar. Du alte Schlabbermöse. Ach Mann. Aber ich kann Rache nehmen. Ja, mach schnell. Nee, kann ich nicht. Entschuldigung. Aber warte, ich kann auch auf deine Leiche eintreten. Ach Mann. Oh, danke. Wie nett von dir. Kriegst nicht mal über 2000 Punkte zusammen, du Lutscher. Bemühe dich ja mal ein bisschen. Die töten mich ja alle. Ach nö. Warum denn das? So. Bitte, da habe ich geholfen, jetzt möchte ich aber auch Punkte haben. Was ich wollte gerade, Mann! Mann, jetzt sind wir schon zu sechst. Es geht ja richtig. Und die killt dich. Ganz hopp im Galopp natürlich. Jetzt hol mal ein bisschen auf hier. Guck mal, ich habe ja nichts mehr zu verlieren. Ich bin ja der Gewinner. Draußen alle Spinner. Doch ich habe die dicksten Eier. Kennst ja das Lied, ja. Ist ja... Leck mich. Ach man. Ich würde gerne mal wieder eine Leiche treten. Also jetzt nicht im Spiel. Rache. Na, bist ja du. Das gibt's doch nicht. Musstest du mich machen? Willst du mich verarschen? Ich hab einfach so mal probiert. Ey. Hat auch gerade keinen Auftrag, hab einfach nur mal probiert. Wird schon klappen. Los, ich will jetzt einmal wieder eine 5000 Runde haben. Ich denke, es wird wieder knapp. Ich wäre mir denn nicht mal so sicher, ob ich das schaffe. Guck mal, es gibt auch einen mit 0 Punkten. Ja, geht noch schlechter.
Zu sieben sind wir inzwischen. Es geht ja. Auftrag verloren, wurde es getötet. Genau. Na, jetzt musst du echt dich mal anstrengen. Einfach in dem Felding. Alter. Du hast noch 50 Punkte raus. Ja, ich bin ja gerade gekillt, ihr kommt ja hier nicht. Es kommt nicht. Die kommt nicht, Mann. Kann ich auch nichts für. Naja, gut, so wie du. Na gut, Jetzt krieg ich ihn. Jetzt hab ich ihn. Das gibt's doch nicht! Och Mann, los, 18 Sekunden. Gib mir Pascal oder so. Nee. Hör mal auf. Ist mir egal. Ha! Bitte 300. Krieg die nicht mehr. Alter, 150, willst du mich verarschen? Nein! Zu spät gedrückt, 2-3 Sekunden, Alter. Erster nur, das ist so ärgerlich. Und wieder mit 4-9. Alter. So ärgerlich. 14-10, das ist eigentlich eine schlechte Bilanz. Leute, ihr könnt doch gerne mal. Oh, ja klar. Ein Dreier gemacht. Leute, wenn ihr Lust habt und wollt mal mitspielen, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt dann gerne mal eine Runde mitspielen. Ja, auf jeden Fall. Also, mit uns nicht, aber. mit jedem anderen. Ihr könnt mitspielen. So, lass mal abstimmen für. Virginia wolltest du ja nicht. Boston habe ich bekonnten. Nimm mal das erste. Animuskern? Ja. Gut. Wenn du willst. Du hast jetzt so viel verkackt. Das heißt nicht aber verkackt, das heißt einfach nur beschissen. Nicht so gut gemacht. Genau. Jo Leute, an dieser Stelle hier haben wir jetzt nur noch mehr oder weniger sinnlos rumgelabert, aber also Gameplay gibt's jetzt nicht mehr, aber wenn ihr euch mehr oder weniger sinnloses, vielleicht auch ein bisschen lustiges im Videomaterial noch angucken wollt, einfach nur vom Labern, dann schaut einfach mal vorbei, beziehungsweise bleibt dabei und schaltet nicht ab und dann danke dafür. Also, bis dann, haut rein, ciao. Wird's heute noch was? Naja, anscheinend nicht. Ich bastle jetzt einen Weihnachtsstern. Digga. Hallo und herzlich willkommen beim Altersheim Let's Play. Heute basteln wir alle gemeinsam einen Weihnachtsstern. Aber ohne Free Video. Genau, ohne Gameplay. Nur mit Sprechen. Und schwarzen Bildschirm. Wichtig ist, dass das Blatt viereckig ist. Aber quadratisch auch. Quadratisch? Und danach müssen sie das Blatt falten. Ist ja wie beim Bingo in Amerika, diese Bingo-Hallen. Warte. 26. 3. So eine alte Oma im Hintergrund. Ach ne, fehlen doch 3 Zahlen. Nicht 2 in einer Reihe. So. Jetzt müssen wir das hier mal einmal rumfalten. Muss einfach so stark falten, dass ich mir die Schere sparen kann, weil ich hatte gar keine Schere. Ach, weißt du was, ich hab grad Joachim Bock, Alter. Was ist denn das hier, Junge? Lade ich noch einmal ein, wenn es jetzt nicht geht. Warte, ganz kurz. Warte noch. Er funktioniert einfach nicht, jetzt passiert nichts. Ach, scheiß drauf, ich bastel noch mit Weihnachtsstern zu Ende. Wir können ja so lange noch einmal labern, das schneide ich einfach hinten an die Folge ran. Haben wir die 20 Minuten voll. Oder du lädst die Folge einfach trotzdem hoch und wir labern noch eine Runde. Ja, wir labern ja gerade eine Runde. In der Folge, weißt du? Wir labern ja gerade noch eine Runde. Ja, nimm's doch auf. Ich nehme auf. So, warte, ich hab jetzt schon im Viereck gemacht. Scheiße, ich hab in der Ecke abgerissen. Ja, dann musst du, hast du es für weg. Nee, es geht aber noch. Das ist noch verwertbar. Okay. Hoffe ich. So. Hoffe ich. Warte mal, welche Ecke muss ich nachher abschneiden? So, meine alten Damen. Jetzt falten wir die eine Ecke auf die andere.
So, und jetzt falten wir die eine Ecke in die Mitte des anderen Ecks. So. Ken, schneidest du es wirklich rein? Ich schneide es rein. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Nee, jetzt mal wirklich. Ich schneide es rein. Jetzt mal wirklich. Ja, ich schneide es wirklich rein. Dann sage ich jetzt mal was. Und zwar... Bimmel. Schierbimmel. Dittendanks. Nein. Ich glaube, das Video kann ich nicht monetarisieren. Doch. Leute, wenn ihr wollt, dass wir ein Assassin's Creed Weihnachts Edition Special machen. Edition Special. Dann schreibt es einfach in die Kommentare. Oder lasst einen Daumen nach oben da. Und lasst einen Daumen nach oben da. Also bei zwei Daumen nach oben würden wir es machen. Nein. Also, nee, einer reicht. Wenn ihr wollt, dann schreibt es in die Kommentare und dann schauen wir mal, was wir da für ein Weihnachts-Edition-Special machen. Ja. Vor allem, das war überhaupt nicht abgesprochen. Jetzt weiß ich auch nicht, wie ihr deinen Raum geworfen. der kündigt ja einfach Sachen für meinen Kanal an. So, Leute, das war jetzt versprochen, ist versprochen. Versprochen ist versprochen. Das machen wir. Wir machen jetzt ein 24-Stunden-Video. So, bist du offline gegangen? So, der Weihnachtsstern, ich habe jetzt schon. Du bist offline gegangen. Nee, du. Nee, du. Du legst auf. Nein, du. Scheiße. Mein Weihnachtsstern wird ziemlich krüppelig, aber ich bin stark dabei. Na denn. So. Wir nehmen jetzt noch so lange auf, wie ich meinen Weihnachtsstern fertig habe. Genau, denn... Oh, hallo. Ja, hallo. Geil. Lukas, ich bastel gerade einen Weihnachtsstern. Wir nehmen gerade auf, Lukas, und wir labern ein bisschen und Ken faltet einen Weihnachtsstern. Du kannst gerne mit in der Aufnahme sein, wenn du willst. Besucht ja, alle den Kanal Splishy und abonniert den. Oh, nice. Aber... Auf den inaktiven Kanal. Kommt also das, also wenn er 1000 Abonnenten erreicht, dann fängt er wieder an, Videos zu machen. Ja, genau. Machst du es echt, ich. Lukas? Machst du das? Ja, wenn ich 1000 erreiche, obwohl okay, ich das mache. Okay, wenn jeder meiner Abonnenten dich abonniert, dann hast du schon 12 Abonnenten. Da fehlen ja nur noch 188. Lukas, hast du Lust, gleich eine Runde Civilization Multiplayer zu spielen? Civilization Multiplayer? Hat er ja gar nicht. Doch, natürlich, na 5 oder hast du 6 inzwischen? Nee, 6 habe ich. Warum fragst du denn überhaupt? Lukas, Alter, richtig schlau. Ist in Hoffnungen machen. In Hoffnungen? Ja, 6? Nee, doch nicht. Wart ihr heute eigentlich schon im Kino, ja, ne? Nee. Nein, heute nicht. Kian wollte ja nicht. Nee, ich hab mich. Also, ich wollte auch nicht. Aber ich gehe davon. Naja, geh mal morgen. Ich darf morgen aufpassen auf kleine Kinder. Weil die anderen zur Beerdigung gehen. Bist du nicht mit? Nee. Ich bin gerne auf Beerdigung. Aufpassen muss gehen. Ach so. Ich will nicht sehen, wie meine Familie beerdigt wird. Ich passe lieber auf die kleinen Kinder auf. Ich weiß nicht. Was heißt lieber? Ich muss. Ich find's einen schönen Abschluss, auf eine Beerdigung zu gehen. Einen schönen Wochenabschluss. Ja. Nee, so generell. Außerdem, wenn die Kinder nicht mit dabei sind, dann sieht man ja gar nicht, dass es. Da heulen sie ja nur alle, weißt du, ich meine. Boah, ich hab auch geheult damals. Ah, gut, das ist eine andere Angelegenheit. Ah. Damals geheult, wo du dann langsam die Klospülung mit. Aber auch wirklich. Es kommt alles mit ins Video rein, ohne Spaß. Ja, es kommt alles mit ins Video. Oh. Wie viele Minuten haben wir schon, Kieran? Oh, wir sind jetzt bei. Wenn wir die ersten 20.000 rauslassen, dann. Wüsste ich nicht. Wüsste ich nicht. Das muss auf jeden Fall ins neue Video. Also, Lukas, ja, das kommt rein. Der Special-Auftritt. Also, spielen wir gleich eine Runde Civilization? Der hat es ja auch nicht. Doch, der hat es. Ja, 5. Doch, ja, dann 5 reicht mir doch. Nicht. Nee, mir reicht doch 5. Weißt du doch. Bei Passi, der geht doch jetzt sowieso, der geht jetzt ganz in Ruhe sich den Kasper flachsen. Ich wollte sowieso jetzt schlafen gehen, also. Warte, ich bin gleich fertig mit meinem Weihnachtsstern. Muss noch die Ecke falten. Ja, machst du von ein Foto und schneidest das ins Video rein. Natürlich schneide ich das ins Video rein. Das ist ein Erfolg hier. Ja. Ja, kennt ihr Himmel und Hölle? Dieses. Wen? Himmel und Hölle? Nee, kenn ich nicht. Diese wo RTL man das so Scheiße. Also das ist so, nee, so ein Stern in der Mitte, so. Mit diesen vier Ecken. Kennt ihr das? Müsst ihr doch kennen. Ich weiß nicht, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Sag mir was. Hab ich mir auch gerade gefallen. Weil mir langweilig war. Ja, ich so richtig. Dass wir bei TS in Pisch für 2 sind und wir sind 3. Ja, weil hier zwei adlige Herren drin sind.
Achso, ja, ich und Lukas. Wir zählen praktisch gar nichts. Ich und Lukas. Ja, genau, so wird's. Na, ich bin ja auch schon Stammkunde. Ja, gut. Weil du zweimal auf dem TS warst. Nee, drei. Waren ja schon mal Leute, drei. Übrigens, geht alle auf den TS. Wenn er auf irgendeinen TS geht, der nimmt Insta bei. Pub? Genau. Nee, Insta ist Pub oder so. Ist auch egal, ich schreibe es. Insta bei ist Pub. So, und soll ich mal was sagen? Mein kleiner Wurfstern ist fertig. Warte, jetzt muss ich mal die Webcam anmachen. Genau, und jetzt guckt alle und dann Reinfolge Stern. Nach oben bewegen. Oh, hallo. Einen Stern. Da ist er. So, und wenn er weiter nach hinten guckt, wenn er weiter nach hinten guckt im Raum, da sitze ich. Ja? Genau, da sitzt er. Dann eigentlich ist hinter mir eine Greenscreen, aber ist alles okay. Ja. Naja, da weiter hinten so. Ne, noch ein Stück weiter hinten. So. Noch ein Stück weiter, so 3 Kilometer. Hinter der Greenscreen, ist einfach durch. So, also Leute, wenn ihr mal ein Tutorial von mir wollt, wie ich das mache, so einen kleinen Weihnachtsstern, dann lasst genau einen Daumen nach oben da. Und weil ich weiß, das Video wird nach dem 24. Dezember kommen, wird sich das auf jeden Fall lohnen. So, Ja, und für das Weihnachts-Silvester-Special natürlich auch. Vorhin war so ein Weihnachts-Special. Jetzt ja, wenn das Video erst nach Weihnachten rauskommt, dann bin ich es ja nicht. Also sagen wir mal. Weiß ich auch nicht genau. Müsste ich immer nachmachen. Machen wir direkt noch ein Sommer-Special draus. Warte. Wie wär's denn? Folge. Nein, also entweder Silvester- oder Weihnachts-Special so. 6, 7, 8. Das müsste jetzt 9. Folge 9 sein. Es kommt, das ist Folge 9 und die kommt am 25. raus. 25. Naja, sagen wir Silvester. Rechnerisch kommt an Silvester, also am 1. könnten wir eine um 0 Uhr. Am 1. machen wir eine um 0 Uhr. Leute, 0 Uhr am 1. Guckt euch nicht das Feuerwerk an, sondern dieses Video. So, genau. Ja, Lukas bedankt sich, dass ihr dabei wart. Lukas bedankt oder dich. Oder auf nicht. Mann. Nee, also ich bedanke mich für diesen erfolgreichen Gastauftritt. War ja eine Überraschung. Ja, eine Überraschung. Hm. Ja, wirklich hallo. Überraschung. Okay, ja, also von mir Tschüss jetzt. Ihr dürft, ja, das letzte Wort geht doch immer an den Gast. Genau. Warte. Du musst noch Copyright Strikes rausholen. Was ich fühle. Das war nicht laut, Lukas, das war nicht laut genug für die Game. Aber das hier. Also danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.